So, jetzt geht's weiter mit Mega Man Outrageous. Hack von Final Level Gamer. Wen mache ich jetzt? Ring, Dust, Ring. Ich mach mal Dustman. Bin ich mal gespannt, was er daraus so gemacht hat. Ich brauche direkt noch Schkoll am Anfang, sehe ich. Oder auch irgendein anderes Item. So. Komm schon, nicht schüchtern sein, Rasch. Danke sehr. So, was zur Hölle? Ein Up and Down? Das macht mich ein bisschen Angst. Okay. Ach, schon wieder! Ganz ruhig, Simon. Ganz ruhig. Alles ist gut. Weißt du was? Gut. Merken, bei langen Gruben kommt oft hinten ein Up and Down raus. Kurz vor Ende. Continue. So. Okay. Rasch, komm her. So, jetzt aber. Jetzt werden wir den Up-and-Down. Ich könnte auch einfach mit Brighton Surfer anhalten. Aber wir müssen ja erstmal sowieso den Metal anlocken. So, und dann, genau, und dann den Shield-Attacker nicht vergessen. So, hier kommt Up-and-Down. Gut. Da nehme ich jetzt einfach mal Balloon. Ja, soll mir recht sein. Okay. Weg. Weg. Ah. Okay. So, Balloon aufladen. Oh! Was zur Hölle? Ach, da unten ist ja auch noch Abgrund. Stimmt. Das ist nur eine Plattform, die da drüber schwebt. Okay. Naja, ist mir jetzt egal. Dann lass ich mich einmal treffen, das ist mir sicherer. Das andere ist mir ein bisschen zu riskant, der Ausweichversuch. Ach, das sind zwei. Das sehe ich von hier aus schon. So. Das kann man gut erkennen. Nö. Das leide ich nicht drüber. Richtig. So will ich das machen. So und nicht anders. Und noch einer. So, gut. Up and Downs? Nee. Aber noch einer. Und ihr. Ich bin nicht blöd. Ich nehme jetzt einen Rush-Jet dafür. Obwohl, warte mal. Was zur Hölle war das denn? Was war das denn jetzt für ein doofes... Oh. Wo bin ich denn jetzt wieder keine Ahnung. Super. Na, das wird ja ein Spaß hier. Das mit dem Stage war schon in Harten von Overlord 2 so schwer. Oh gut, ja, Ballon, genau. Ja, ja, das ist mir egal. Das macht, mach du mal. Ist okay. So, Na verdammt, der ist zu schnell wieder weg. Den kriege ich nicht so gut. So. Rasch Keul reinschmeißen. Rasch Keul reinschmeißen. Rasch Keul reinschmeißen, sagte ich. Sag mal. Hörst du schlecht?
Danke sehr. Nicht schwer, siehst du? So, hier kommen. Drei von denen, das habe ich mir jetzt gemerkt. Ich traue mich nicht, hier etwas mit Rastisch zu machen. So. Gut, da werde ich die Balloons einsetzen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mega Man! Springe! Der Penner wollte nicht springen. Alter, da kriegst du ja einen in der Waffel, wenn du so eine Zuverlässigkeit, ja, voll die Zuverlässigkeit erfährst, genau. Obwohl, das war eher mein Controller als statt Mega Man. Controller ist jetzt auch schon wieder 4 Monate alt. Müssen auch mal irgendwann wieder einen neuen kaufen. Okay, hier ist der Mittelpunkt. Da bin ich mal gespannt, was du für eine Presse gebaut hast, Feine. Okay, schauen wir uns das mal an. Okay, das ist ja wie immer, ne? Das machen wir mal anders. Gut, das machen wir jetzt nochmal. Oh, verdammt, das habe ich... Oh, verdammt, diesen letzten habe ich gar nicht gesehen, dass dahinter noch einer ist. Aber okay, das ist aber nicht so schwer. Das ist easy. Das ist eigentlich easy. Komm, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Leichte Presse. Ganz leichte Presse. So. Schon fast so leicht wie die Presse im Normal Mode von Overlord 2. Der war ja auch Kindergarten. Hard Mode ist schon ein bisschen anders. Ich mache erstmal einen Weg frei. Will ich haben. Meine Gier lockt mich dahin. Ja, also, siehst du, ist doch ganz easy. Oh, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wir wollen nicht voreilig werden. Also, ist doch auch easy. So. Maschine. Weg damit. Brauchen wir nicht. Hol ich mal einen Raschett. Wollte ich holen. Springer noch. Ja, leck mich. Ah, noch einer, okay. Ja, und noch einer? Nein. Ah, verdammt, Bosskampf lohnt sich nicht mehr. Muss schon wieder einen Cut machen. So, und weiter geht's mit Mega Man Outrageous. Ja, jetzt zum Boss, Dustman. Mit Spikes im Bossraum. Okay, eine Spike-Grube. Komm her, Dusty. Mein alter Freund. Ja.
Egal. Ja, komm. Zu früh. Tschüss, das war's mit dir. Okay, der war auch nicht sonderlich schwer. Ja. Es hat etwas beengt, diese Spike-Grube hier, aber... war trotzdem nicht das Problem. Na, ah, die Presse hier war nicht so schlimm. Die Presse war eigentlich so relativ machbar. Also relativ gut machbar. War relativ easy eigentlich, die Presse hier. So, Stage Select und ab zu Ringman. Ist der einzige, der noch übrig ist. Ah ja, interessanter Anfang. Okay, Leben habe ich noch. Ich dachte, ich hätte schon wieder alles verbraten an Leben. Kann ja gut sein. So. Ja, das wissen wir schon. Den kenne ich schon. Lass gut sein. So. Und tschüss. Ah, dieser Tourmitarbeiter. Dive. Okay, wie ist denn das gedacht? Ach so, ich muss da rüberspringen und dann die Ecksprünge und dann... ah, vielleicht kann man das auch vereinfachen. Gut. Dann muss ich das hier nicht machen und kann auch nicht wieder runterfallen. Aber ich kann da runterfallen. Das könnte ich natürlich. Das ist eine hervorragende Idee, Simon. Ja, von mir aus. Leck du mich auf. So. Jetzt müsste gleich das Nilpferd kommen. Ah, hier ist es auch schon. Der Zwischenboss hier, der Stage. Ah, da gibt es ja zwei Zwischenbosse. Wenn man es genau nimmt, sogar vier. Wenn man diese Ringe da, Riesenringe, auch als Zwischenboss ansieht. Das ist so, ja, das ist allerdings Ansichtssache. So. Weg mit dir. Ist ja eigentlich easy. So, komm. Ah, Energie. Kann ich gebrauchen. Danke sehr. Und, was mache ich da? Ich mache schon die Bewegung für Overload 2. Ja, ich bin mir auch einen interessanten Typen. Was zur Hölle? Habe ich einen Sprung angehalten? Sehr intelligent, Simon. Vielleicht stand ich auch nicht weit genug drüben. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ihr seid mir auch so hyperaktive Kanönchen. So. Ist okay, so. Tschüss. Ah, Leben. So, her damit. Gut, das mache ich wie eben gerade. Dive, genau. Rasch Jet herholen. Und so. Simon, du... ah! Ja, danke sehr. Danke sehr, genau so will ich das haben. Kann ich einfach so wegmachen? Ja, kann ich auch, gut. Okay, dann machen wir jetzt das Nilpferd platt. Komm, runter mit dir, komm.
Was soll ich auf? Dive Missile auf jeden Fall. Ja, ist ja gut. Tschüss, komm, ist okay, ist okay, ist okay. Wissen wir auch. Und tschüss, danke sehr. Ja, genau, hier brauche ich nicht die Overload-Bewegung machen. Aber ich werde jetzt hier einfach mal den Balloon nehmen. Das geht nämlich wesentlich besser. Warum auch nicht? Ich meine, es spricht nichts gegen einen Balloon dagegen. So. Bevor ich hier irgendwo Scheiße baue, nehme ich doch lieber einen Balloon. Okay, nach links oder rechts? Ja, ist hier egal, okay. Ja, wissen wir. Eins. Zwei. Drei. Und das Nilpferd. Komm schon, runter da. Tschüss. So. Feierabend. Nicht, dass man, wenn man jetzt zu weit geht, dass man da rein drin steckt und dann tot ist. Oh. Die habe ich vergessen. Die kam ich im Original vor. Und hier fehlt sie natürlich auch nicht. Ah. Ah, das ist cool für einen. Die Stelle gefällt mir. Das ist eine. Das fand ich mal eine geniale Idee. Geniale überlegt, Final. Super gedacht. Super genial, diese Stelle eben. Die hat mir gefallen. Aber richtig, ey. Ja. So. No! Fuck! Das war dämlich, Simon. Da musst du schneller sein. Viel schneller. Ja, ist ja okay. Kein Grund hier schüchtern zu sein. Geht mal bitte weg. So, Balloon. Okay, Skull Shield. Danke sehr. So. Genau so wollte ich das gerade eben auch haben, aber aber gewisse andere Herren wollten es nicht. Hupala. So, gut. Damit sind wir auch eigentlich gleich schon beim Ende der Stage. Da der Stage-Verlauf ja... Hier kann man jetzt genau... Das ist gleich geblieben, gut. Es war jetzt ziemlich riskant, einfach die Leiter loszulassen. Schlau ist das nicht. Okay, inzwischen was mache ich noch? Jetzt mal diesen Gegner hier und da muss ich auch schon cutten wieder. Und dann füge ich allerdings hier noch den Rest der Ringman Stage an den Part dran. Ja, ist okay. Leute, mach auch mal schneller, bitte. Danke sehr. So. Gut, jetzt muss ich auch schon einen Cut machen. Bis gleich, Leute. So, weiter geht's bei Mega Man Outrageous. Jetzt geht's hier weiter in der Ringman Stage mit dem letzten Rest. Oder wir sterben. Das kann natürlich auch passieren. Das will ich allerdings nicht, dass ich sterbe. Wäre natürlich keine gute Idee. Obwohl es hier eigentlich nicht so schwer ist, also sollte ich mich hier nicht so anstellen, wie ich es gerade tue. Ich muss einfach nur gemächlich dran vorbeispringen. Genau so gemächlich. Ja, aber das
Ich sag mal, die Blöcke, Feine, hier am Ende, sehen zwar nicht so schön aus, von der Positionierung, aber dafür finde ich die Idee hier ganz gut, dass es so ein bisschen wir hier aussieht. Also dass es hier so ein bisschen wir ist und man genau gucken muss, wo man jetzt da durch muss. Das ist dann schon cool. Ich finde, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn da mal was optisch nicht so perfekt sitzt. So. Gut, dann jetzt noch Ringman, der ist ja eigentlich kein Problem. So. Ein absolut easy Boss. Und tschüss. So, na, Riesi. Ringman ist absolut easy, das wollte ich sagen. So, meine Fresse. Aber auch eine interessante Stage, wieder ein interessanter Stageaufbau. Bei Dustman Stage vorhin natürlich auch. War auch interessanter Stageaufbau, also ja. Bisher kann ich mich nicht beklagen. Hast du bisher gut gemacht, Final. Ja. Stage Select. Ah, jetzt würden die Cossack-Stages kommen, aber das machen wir dann im nächsten Part wieder. Alles klar, Leute. Ciao, haut rein.